Ja, hier sieht man erstens die voll elektrische Fähre und man sieht, wie der Schnee vom Himmel kommt. Also ich erfriere inzwischen, aber hier ist ein schönes Gebäude und hier ist das Schloss. Es ist wirklich, wirklich kalt, beziehungsweise meine Beine erfrieren. Ich habe heute nur eine Hose an. Das ist blöd. Wir sind erstmal in einem Strickladen. Hier gibt es so, so, so schöne Wolle. Und vielleicht hole ich mir die. Ja, das ist die Fantasy. Wir sind jetzt in einem Kino im Museum. Es ist Und immer noch essen gleich geht's. eiskalt. Und hier Guck kann mal, man die der ist Sprache auch einstellen. kalt angezogen. Für die Kopfhörer. Wir sind jetzt in dem, wie heißt die nochmal? In der Gröja drin. Gröja? Ja. Nee, in der Fram. Ja. Das glitzert so schön. Wir gehen jetzt ins Munchmuseum. Wir sind jetzt wieder aus dem Museum raus und hier ist die Näherei. Wie heißt das? Kostümerei? Kostümabteilung? Hä? Kostümabteilung von dem Opernhaus. Das ist nämlich das Opernhaus. Und da hinten ist unser Hotel. Und mir ist jetzt endlich wieder warm. Hat ja auch nur 8 Stunden gedauert oder so, aber im Münchenmuseum war es endlich warm. Davor in dem Museum war es so kalt. Wir haben minus 15 bzw. gefühlte minus 20 Grad. Aber jetzt kommt es gerade nicht so kalt vor, wobei, weil man die. Ich habe jetzt die Hand seit 10 Sekunden aus meinem Handschuh raus. Hier, ich habe was gemalt. Und es ist so, so, so kalt. Mein kleiner Finger ist gleich abgefroren. Hört mal, wie das quietscht. Voll unangenehm. Hier nochmal das Munchmuseum von außen und da sind ganz viele Treppen, die man hochfährt. Hier ist Mama. Sie filmt auch die ganze Zeit. Nächstes Fenster und hier werden Perücken hergestellt. Das ist echt cool. Kann man hier noch mehr reingucken? Ja. Bärte auch. Da ist noch jemand. Hier sind ganz viele Perücken. Hier auch. Gucken, was es hier noch gibt. Noch mehr Perücken. Wow. Toll. Meine Hand. Und es steigt die ganze Zeit der Nebel auf dem Wasser. Guten Morgen. Heute ist unser letzter Tag. Wir fahren heute wieder mit dem Schiff zurück. Und ich freue mich schon sehr auf die Sauna auf der Kaderlein. Denn wir haben hier gefühlte minus 28 Grad. Wir waren noch nicht draußen, aber wir haben gerade schon das Fenster aufgemacht. Es ist wirklich, wirklich kalt. Aber wir wollen gleich auf jeden Fall rausgehen.
Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch immer noch blauen Himmel. Deshalb ist es ja auch so kalt. Also wir meinten schon, man merkt nicht so den Unterschied. Aber es sind auch nur 4 Grad weniger als gestern. Und wir sind noch nicht so lange draußen. Wir haben uns nochmal mit Karin Bühler ausgestattet und gehen jetzt zum Opernhaus, das ist da. Und es steigt immer noch so viel Nebel auf über dem Wasser, das ist so verrückt. Sieht richtig schön aus. Und ich habe es mir wirklich, wirklich, wirklich schlimmer vorgestellt mit der Kälte. Du? Auch, absolut. Es ist direkt warm. Ja, vor allem mit der Sonne, das ist richtig, richtig schön. Und wir haben kaum Wind. Hier ist es so zugefroren, dass man Eis fahren kann, Schlittschuh laufen. Der Schnee ist so tief. Oh. Ich versink komplett. Wow. Wir sind wieder an Bord der Colorline. Also, wir sind wieder auf dem Schiff und es ging so schnell. Wir sind vor einer halben Stunde losgefahren mit Bus, sind dann hergefahren, sind reingegangen, haben eingecheckt, sind direkt zum Boarding, konnten die ganze Zeit gehen, wir mussten nie stehen und sind jetzt auf dem Schiff. Es ist erst 2:30 und 2 geht's los. Ich finde es so super, dass man einfach direkt ins Zimmer gehen kann und alle Sachen hier entdecken kann. Ich finde, das ist richtig, richtig bequem. Auch, dass man in Kiel direkt schon im Hotel ist quasi, wenn man da dann losfährt. Und ach so, der Feueralarm war Fehlalarm, deren Spülmaschine, da stieg so Dampf hoch und deshalb ist der Alarm angegangen. Deshalb konnten wir dann direkt uns da wieder hinsetzen. Ich habe den Vlog geschnitten, aber ich bin bei weitem noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen, der soll übermorgen online gehen. Yes, mein Geburtstagsvlog. Guck mal, sieht richtig gut aus, das machst du auch gerade. Ich hab's. Also in der Sonne kann man das auch einfach in Pullover aushalten. Ja. Ich wollte nachträglich nochmal eine Zusammenfassung von Oslo geben. Also erstmal, das auf der Colorline war es echt. Also was blöd ist, dass es halt nicht so einfach irgendwelche Chill-Areas gibt oder so. Aber wir sind immer, wo man so einfach sitzen kann, halt nur auf dem Zimmer, aber sonst irgendwie nichts. Aber wir waren ja immer im Spa, was richtig toll war. In der Sauna mit Blick übers Meer, das war so toll. Und waren ja auch einfach nicht so lange auf dem Schiff, von daher war das gar kein Problem. Und Oslo war einfach nur schön. Es war richtig, richtig schön. Es ist auch eine echt kleine Stadt, also man hat die recht schnell erkundet,
was auch cool war. Dann war es halt super kalt. Ich war ein bisschen zu... Also ich hatte nicht so warme Klamotten dabei. Das war blöd. Aber wir sind dann ja in Museen gegangen und so. Und das war auch richtig cool. Ja, also ich kann es jedem empfehlen. Es hat voll Spaß gebracht. Und ich würde es immer wieder machen. Und meine Mutter war es auch richtig toll.